So, da bin ich wieder, meine Lieben. Habe mich wieder präpariert, die Haare zusammengebunden. Und wie ihr hier auch erkennen könnt, ich habe mir auch mal so eine feuerfeste Unterlage, die habe ich hier aufgebreitet, weil ich hier auf diesem Papier, ja, das kann ja im Prinzip auch so ein bisschen gefällig werden. Und ich wollte das nicht hier mich anbrennen oder verbrennen. Und deswegen eben die feuerfeste Unterlage. Und da gibt es natürlich auch so ein bisschen größeres Enkaustik-Flammengeber sozusagen oder einfach wärmer. Und dann habe ich hier nochmal den kleineren und ich werde, denke ich, für die kleineren Sachen werde ich einfach das kleine benutzen. Und wir fangen mal einfach bei dem Rubin. Ich denke mal, das könnt ihr so gut sehen. Und wir fangen hier bei dem Rubin an und schauen, wie das aussieht. Ich gehe ganz vorsichtig dran und da seht ihr schon, da bilden sich so Löcher drin und je stärker ich da reingehe, desto mehr Löcher bilden sich und ich kann das auch ein bisschen selber steuern. Also jetzt kann ich natürlich aufhören und dann habe ich hier solche Effekte. Diese Effekte kommen ja auch schon alleine dadurch, dass ich hier einfach den Shellack mit dem Enkaustikmedium, der da drunter war, sich verbunden hat und der Shellack zieht sich natürlich zusammen, während dieses Enkaustikmedium da drunter schmelzt und dann bilden sich solche ja schöne Effekte. Dann gucken wir mal, wie verhält sich dieses Shellack Orange. Das ist bestimmt auch interessant. Ihr seht ja, wie die Löcher sich da langsam bilden. Aber die sind wesentlich feiner und ich kann das auch steuern, je nachdem, wie ich da näher dran gehe. Wenn ich jetzt näher dran gehe, dann seht ihr, so dann tut sich das Ganze, das bewegt sich natürlich jetzt hier mit dem Enkaustikmedium zusammen. Aber je mehr ich das anbrenne, desto mehr zieht sich das dann natürlich zusammen. Also man kann es ja wunderbare Effekte damit erzeugen. Und dann hier haben wir den Shellac Health. Das wird wahrscheinlich kaum zu sehen sein. Normalerweise würde man sagen, da kann ich dieses Shellac Health hier mit einem Pigment oder mit einer Tusche kann man auch teilweise benutzen, einbinden oder ja verdünnen. Aber hier werden wir mit Sicherheit auch kleine Effekte sehen. Aber die sind natürlich so hell, dass ihr sie fast gar nicht erkennt, gehe ich davon aus. Deswegen machen wir jetzt, ich gehe damit ein bisschen näher in die Kamera. Dann seht ihr, dass da fast ja kaum was zu sehen ist, weil das eben so hell ist. Und dann haben wir diesen Shellac Lemon hier. Eine schöne Farbe. Und dann gucken wir mal, wie sich das verhält. Ja, das sieht man schon wesentlich mehr. So, natürlich läuft das mir auf dem Papier so ein bisschen immer in die Mulde, die das Papier bildet. Aber ihr seht ja, man kann größere, kleinere Zellen damit bilden. Und wenn das dann ausgetrocknet ist, also das hatten wir mal als erstes, diesen Shellac Rubin, dann schaut man, das sieht dann so aus. Also ich finde es eine sehr interessante Kombination, wobei ich würde das natürlich nicht machen direkt auf der Leinwand, sondern ich würde es tatsächlich zuerst mit einem Pigment auflösen. Oder Entschuldigung, nicht, also auf dem
Jetzt habe ich komplett was Falsches erzählt. Also ich würde erst den Shellack nicht direkt auf der Leinwand verbrennen. Das macht ihr bitte nicht, weil da drunter, also das ist ja eigentlich ganz, ganz normal und exakt zu erklären, wenn man jetzt Shellack direkt auf der Leinwand drauf streicht, dann ist es ja darunter dieser Leinwandstoff, also ein Leinen oder eine Baumwolle. Wenn der Shellack dann anfängt mit irgendeiner Wärme oder halt mit Feuer verbrannt zu werden, dann wird wahrscheinlich sehr, sehr schnell auch der Stoff darunter brennen. Das heißt, ihr habt ja womöglich dann hier ein Loch in eure Leinwand. Das heißt, das, was ich euch jetzt hier gezeigt habe, das würde ich auf keinen Fall auf der Leinwand machen und auf keinen Fall ohne den sozusagen Untergrund von einem Wachs. In dem Fall habe ich hier ein Kaustikmedium drin, aber das ist jetzt der nächste Punkt. Wir haben auf der Materialliste auch unsere Kaltwachsmedium von der Crema und das werde ich jetzt als nächstes ausprobieren und euch einfach zeigen. Und damit könnt ihr dann eventuell auch, ich probiere das eben mal aus, ob wir damit auch nachher mit dem Feuer etwas den Shellack so ein bisschen effektemäßig anbrennen können. Also dieses Effekt, den ich hier, euch hier gezeigt habe, nochmal bitte ausdrücklich nicht auf eure Leinwand probieren. Ich würde es auch nicht auf Holzuntergrund probieren, ohne dass unten drunter irgendeine von einem Wachsmedium ist, entweder eben ein Enkaustikmedium oder wir probieren das gleich hier mal mit dem Kaltwachs. Das wollte ich euch nur zeigen als Effekte. Ich werde irgendwann mit Sicherheit einen Enkaustikskurs anbieten, ja nicht ich alleine, sondern vielleicht hole ich mir dazu dann eine befreundete Enkaustik-Expertin und da werden wir mit solchen Sachen mit Sicherheit auch experimentieren. Hier wollte ich einfach euch nur zeigen, wie sich der Shellack verhält und vor allem, wie man auch die Farbe, also das ist das Orange und das ist das Rubin, da merkt man, dass die Farbe ähnlich, aber doch ganz anderes, zum Beispiel als auch hier bei dem Lemon und beim Rubin ist. Also nochmal, mit dem Feuer bitte nicht alleine spielen, nicht auf dem Untergrund von einem Holz oder von einer Leinwand, vor allem nicht auf eine Leinwand, weil das kann natürlich auch sehr schnell ein Loch in die Leinwand geben. So viel zu dem Shellack. Wir werden mit Sicherheit oder ihr werdet mit Sicherheit früher oder später auch noch andere Videos von mir irgendwo sehen auf YouTube oder auch mal vielleicht im Rahmen eines anderen Seminars, wo ich dann auch nochmal mit den verschiedenen Shellacks arbeiten werde. Und ja, mir hat es total Spaß gemacht, mit dem Shellack zu experimentieren. Und jetzt machen wir mal nochmal ein kurzes Video zu dem Thema Kaltwachsmedium. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Experimentieren und bitte verbrennt euch nicht. Okay? Ciao!